Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Beim letzten Mal gab es in einem sehr, sehr langen Part einige neue Erkenntnisse zur Tat, genauer gesagt nämlich auch dazu, wie die Frau Star die Tat eigentlich mitbekommen hat, denn sie stand im Endeffekt ganz woanders, als wie sie von Anfang an eigentlich erzählt hatte, aber na gut. Und auf jeden Fall hat sie ganz am Ende vom letzten Part dann noch ein weiteres Foto präsentiert, das dann das Opfer zeigte, als es schon erstochen war. Und da jetzt dann gleich sollen wir noch irgendwelche Widersprüche drauf finden, ob ich das dann gleich hinkriegen werde, ich weiß nicht, aber wir gucken mal. Ja, es gibt ein Problem. Ich muss das durchziehen, egal ob es stimmt. Wenn wir schon mal so weit gekommen sind, sollte jeder Antrag eine Chance kriegen. Nun gut, Herr Wright. Zeigen Sie dem Gericht das Problem bei diesem Foto. Uiuiui. Okay. So, ja, es gibt hier einige Sachen. Auf jeden Fall, also erstmal hier links unten sehe ich so ein bisschen was Flüssiges. Wahrscheinlich halt dann das Wasser, das da halt dann gerade die Lana angeblich umgeworfen hat, um die Blutspuren zu verwischen. Hier ist dann der Schuh. Wahrscheinlich auch der, den wir auch in der Gerichtsakte haben. Der so seitlich liegt und der hier von seinem Fuß runtergefallen ist. Hm, sehr interessant. Und hier ist dann das Messer, womit er erstochen wurde. Hm. Ja, das ist nicht einfach. Aber übrigens, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich kann hier keine Fehler machen. Ah, sehr schön. Okay, das ist mal eine gelungene Abwechslung. Weil ich ja im letzten oder in den letzten Parts irgendwie immer Fehler machen konnte bei allem. Aber erst kann ich mal keine Fehler machen. Deswegen, ich habe dann keinen Stress und das ist alles super. Okay, cool. Ja, da würde ich einfach mal vielleicht spontan den Schuh präsentieren. Das ist nämlich schon etwas seltsam, dass der da auch dann so auf der Seite liegt, obwohl ja auf der Unterseite auch Blut gefunden wurde. Obwohl das aber andererseits schon Sinn macht eigentlich, muss ich zugeben. Das macht gar nicht mehr Sinn, dass er auf der Seite liegt, als wenn er einfach flach da liegen würde. Weil dann halt das Blut da so ein bisschen sich dann durch die Sohle halt nach oben gefressen hat quasi. Und das wird dann ungefähr halt den Blutfleck da erklären. Deswegen, das macht sogar eigentlich sogar schon Sinn. Das Wasser eigentlich... Oder irgendwas am Auto noch? Hier? Das Nummernschild da irgendwie so, kann man nicht ganz erkennen. Ne, ich werde erstmal den Schuh präsentieren, einfach so. Ja. Wie gesagt, ich kann eh keine Fehler machen, deswegen ist alles in Ordnung. Nun, möglicherweise liegt es hier, denken Sie nicht auch? Ich möchte Ihnen als Älterer einen gut gemeinten Rat geben. Wenn Sie auf etwas zeigen, sollten Sie zumindest daran denken, die Augen zu öffnen. Ich glaube, das soll heißen, dass niemand auf Ihren Bluff hereinfällt, Herr Wright. Machen Sie die Augen auf, Herr Wright. Denken Sie wissenschaftlich. Okay, wie gesagt, keine Fehler, deswegen alles in Ordnung. Wenn wir schon mal so weit sind, dann sollte hier nochmal eine Chance bekommen. Auch eine zweite und dritte, vielleicht. Okay. Ja, was kann ich denn dann noch zeigen? Halt dann doch noch hier das Wasser irgendwie? Es macht aber irgendwie auch alles keinen Sinn. Doch noch irgendwas, oder vielleicht doch irgendwas am Auto noch irgendwie. Oder halt hier an der Leiche selber. Hier, ich meine, der trägt eine Armbanduhr. Ist das auffällig? Ja, weniger. Ja, okay, das Einzige, was mich auch vielleicht interessieren würde, ist, hier beim Auspuff, da ist auch irgendwas Komisches. Sieht so aus, als würde da gerade irgendwie entweder Blut rauslaufen. Ja, nee, das glaube ich aber weniger. Oder es sieht so aus, als wäre da irgendwas drin noch. Das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber ist das jetzt wirklich das, was ich zeigen soll? Das glaube ich eigentlich auch weniger. Weil ich ja irgendwo hier einen Widerspruch finden soll und dass da irgendwas drin ist, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch. Obwohl man natürlich andererseits zugeben muss, dass das Auto ja erst kürzlich von Edgeworth halt dann benutzt wurde, als es dann dahin geparkt wurde. Deswegen konnte dann eigentlich, während Edgeworth da gefahren ist, dann noch nichts im Auspuff gewesen sein, weil er es ansonsten dann vielleicht mitbekommen hätte oder so. Ja, dann werde ich mal das hier machen. Irgendwie. Das Problem bei diesem Foto liegt hier. Ach, das ist richtig, oder wie? Was ist das? Etwas steckt im Schalldämpfer dieses Autos. Im Schalldämpfer? Okay, das ist nicht Auspuff, also das habe ich noch nie gehört. Ich dachte, das heißt einfach Auspuff. Aber okay. Warten Sie einen Moment, Herr Edgeworth. Euer Ehren. Sie sagten gerade Schalldämpfer. Oh, ich hab's verstanden. Okay. Schalldämpfer oder so, was ich dann wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, was dann wahrscheinlich eigentlich eher Schalldämpfer oder irgendwie so ausgesprochen würden. Das ist dann nämlich Schalldämpfer. Aha. Ich sehe keine Spur eines Schals oder Halstuchs auf diesem Foto. Ein Schalldämpfer ist ein Teil eines Autos oder Motorrads, euer Ehren. Also, das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich dachte, das würde halt einfach Auspuff heißen, weil als Schalldämpfer kenne ich eigentlich halt eher so ein Dingsbums, dass man auf eine Waffe draufschraubt, sodass dann halt, wenn man einen Schuss abgibt, dass es dann nicht so laut ist. Daher auch der Name, weil der Schall die Lautstärke eben gedämpft werden soll. Aber ich meine, vielleicht kann man das beim Auto den Auspuff auch Schalldämpfer nennen, dass es auch nicht so laut wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Stellen Sie sich einfach als Teil des Auspuffs. Achso, okay. Als Teil des Auspuffs vor, eine Art Rohr. Das ist Teil vom Auto. Das muss ich nicht genau. Okay, wieder was gelernt. Sehr schön. Ich verstehe. Und ich verstehe. Er versteht alles. Was ist da denn los?
Was hängt da für ein verdächtiges Stoffstück aus dem Auspuff des Wagens? Hm, dann steckt eben etwas im Auspuff. Na und? Was hat das mit diesem Fall zu tun? Ja, es hat einiges damit zu tun. Nichts, absolut gar nichts, weil nämlich die Lana darauf hingewiesen hat. Hm. Also hat dann die Lana da irgendwas versteckt? Oder so? Hm. Entschuldigung, Frau Star, aber so einfach wird es nicht. Tatsächlich haben Sie uns bereits erzählt, warum das für den Fall wichtig ist. Sie haben genau das in Ihrer Aussage gesagt. Was? Hören wir uns an, was Herr Wright denkt. Erzählen Sie uns, warum Sie diesen Streifen für den Fall für wichtig halten. Okay, diesmal kann ich Fehler machen, aber diesmal weiß ich es auch. Und zwar halt wegen dem Handy, das steht ja auch nämlich hier dabei, dass das Wort Charles Dampfer oder so gefallen ist beim Gespräch. Deswegen werde ich dann eigentlich ziemlich sicher das präsentieren. Das macht andere weiter keinen Sinn. Und das ist halt dann die einzige Möglichkeit, wie ich das mit dem Fall verbinden kann. Weil eben die Lana dann da absichtlich da dann irgendwas versteckt hat und das der Emma mitteilen wollte. Das wundert mich übrigens immer noch, warum sich eigentlich die Emma oder bisher nicht wirklich gemeldet hat, weil sie das ja gehört hat, wie ihre Schwester Schalldämpfer oder Schalldampfer zu ihr gesagt hat. Finde ich immer noch komisch, aber das dürfte es sein. Nimm das! Frau Star, erinnern Sie sich an Ihre Aussage vor diesem Gericht? Ah ja, als ich Sie verhaftete, erwähnte Sie den Schalldampfer. Das hat er mich bei meiner Aussage verwirrt. Schalldämpfer? Ja! Könnte es sein, dass der Schalldampfer oder so, den sie erwähnte, in Wirklichkeit dieser Schalldämpfer war? Wenn dem so war, dann hieße das, dieser Stoffstreifen ist ein wichtiges Beweisstück. Oh, na! Kannst ruhig bleiben. Gut, es scheint, als müsse die Verhandlung vertagt werden. Vertagt? Ich denke über diesen Stoffstreifen nach. Okay, ersten Tag abgeschlossen anscheinend. Wenn wir hier auch nur eine Frage offen lassen, dienen wir dem recht schlecht. Lassen Sie den Wagen am Tatort sofort untersuchen und bringen Sie mir den Streifen. Mein Urteil muss warten, bis ich alle Beweise gesehen habe. Einverstanden? Ich schätze schon. Wow, das war knapp. Wie immer. Aber wir haben es geschafft. Zumindest vorerst. Das Gericht zieht sich für eine 30-minütige Pause zurück. Immerhin ist es Zeit für das Mittagessen. Hast du nicht genug gegessen? Er ist immer noch hungrig. Achso, oder war es doch? Okay, ich dachte jetzt, ich hätte schon jetzt den ersten Gerichtstag hier schon abgeschlossen. Soll ich speichern? Nicht? Nein. Aber es ist ja nur eine 30-minütige Pause. Also muss ich dann jetzt noch weiter im Gericht dann hier bleiben oder wie? Da habe ich jetzt nämlich schon ein bisschen Angst, weil ich eben nur noch 2 Leben habe, weil am nächsten Tag werden meine Leben ja wieder aufgefüllt, aber ich habe immer noch aktuell nur 2, was echt wenig ist, aber na gut. So. Herr Wright. Hä, was? Laufen Prozesse immer so ab bei Ihnen? Als würde man versuchen, vom Grund eines Sees aufzutauchen, die Oberfläche kommt näher, aber egal wie sehr man sich abstrampelt, man erreicht sie einfach nicht. Ja, meistens. Aber heute schwimmen wir eher im Treibsand. Naja, wie auch immer. Was ist denn eigentlich mit deiner Schwester? Die wurde offenbar ins Richterzimmer gerufen. Hm, hat wahrscheinlich was mit diesem Stück Stoff zu tun. Na, das ist dann ja wohl der Wendepunkt des Prozesses, oder? Unsere einzige Hoffnung, ein kleines, unbedeutendes Stück Stoff. Ehrlich gesagt, bin ich es gerade, der sich klein und unbedeutend vorkommt. Holla, Amigo. Oh, ich weiß, was es ist. Ja. Willst du einen Stier erregen, musst du mit roten Tüchern wedeln. Hat man mir so beigebracht, als ich noch in 3 Käse hoch war, als du noch einer warst. Wachtmeister Marshall! Dachte ich, schau mal vorbei. Guck mir an, wie es so läuft. Bin wohl ein bisschen spät, was? Haben das Gericht schwerer abgeriegelt als ein Fort in feindlichem Gebiet. Was ist denn überhaupt los? Seit 2 Tagen wirken sämtliche Polizisten extrem gereizt. Kompadre, haben sie nicht genug um die Ohren? Warum redet der ist plötzlich komisch? Ohne sich noch darüber Gedanken zu machen. Fragen Sie sich lieber, warum die Anklage sich so brennend für Charles interessiert. Wachtmeister Marshall? Die Charles-Sache hatte nicht das Geringste mit einem wirklichen Charles zu tun. Sie hat nicht mal einen Charles umgehabt. Was Sie nicht sagen. Na, das ist ja ein Ding. Oft sah ich einen zarten Hauch von Rot um ihren schlanken Hals geschlungen. Auch an dem Tag. Sie hatte einen roten Charles um. Was? Okay, ist vielleicht so, dass der Stofffetzen, ist es ein Teil oder halt der ganze Schal? Oder so?
bei der Preisverleihung am Nachmittag. Edgeworth müsste ihn auch gesehen haben. Wie ist das möglich? Auf dem Foto, das am Tatort gemacht wurde, hatte sie keinen Schal um. Also hatte Frau Star doch recht. Naja, das wär's dann wohl. Denken Sie dran, Amigo. Manchmal muss man den Stier bei den Hörnern packen. Und manchmal muss man ihn einfach nur machen lassen, was er will. Abwarten. Herrje, bei der Sache habe ich kein gutes Gefühl. Tja, und wo drin schwimmen wir jetzt, Herr Wright? Wenn Steaksoße ist, kann ich mit ein paar leckeren Rippchen aushelfen. Jiha! Oh Gott, ey. Okay, 12.32 Uhr. Es geht immer noch weiter tatsächlich. Eieiei. Ich fasse dann zusammen. Was ist los? Warum guckt der Richter die ganze Zeit zur Anklage rüber? Edgeworth? Gibt es ein Problem, Herr Edgeworth? Sie sind ganz blau angelaufen. Ihre Lippen sind lila. Sie schwitzen wie verrückt. Diese gerunzelte Stirn, die knirschenden Zähne, die wässrigen Augen. Was noch? Ihr Blick ist leer. Sie krümmen sich. Das kann nicht sein. So etwas darf nicht passieren. Was ist bloß mit Herr Edgeworth los? Nun gut, ich denke, wir sollten das Verfahren fortsetzen. Ja, was hat er jetzt gemeint, Herr Edgeworth? Keine Ahnung. Ich hatte die Anklage während der Prozesspause aufgefordert, Ermittlungen durchzuführen. Achso, okay. Okay, alles klar. Er hat einen Edgeworth dazu aufgefordert. Ich dachte, der Richter hätte selber was gemacht, aber natürlich nicht. Das ist inakzeptabel. Okay, er hat irgendwas rausgefunden, der Edgeworth, was ihm gar nicht gefällt. Der Staatsanwalt scheint ein wenig neben sich zu stehen. Entschuldigen Sie. Klopf, klopf. Wer ist denn jetzt wieder da? Wer ist da? Wow. Wer bist du denn? Ja? Wer ist das denn jetzt wieder? Eine seltsam stickige Atmosphäre scheint den Gerichtssaal zu füllen. Okay. Hey, die Temperatur ist um 5,7 Grad gestiegen, seit dieser Mann reingekommen ist. Wer zur Hölle ist das? Okay, der macht mir ein bisschen Angst. Sie sind's. Oh, Kenton. Oder wie? Kannst du auch reden? Oder nicht? Okay. Oh, hehe! Oh, und die Musik dazu? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Tut mir leid, bin spät dran. Uchi? Was für ein Ding, Uchi? Furchtbar viel Verkehr, ich bin's nur. Lange nicht gesehen, war Uchi? Was haben sie so getrieben? Gehen sie viel schwimmen in letzter Zeit? Hallo. Nein, ich hatte zu viel Arbeit. Arbeit, Arbeit, Schmarbeit. Uchi, Junge, lassen sie auch mal 5 gerade sein. Was zum... ja, bestimmt. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Uchi scheint sein Spitzname für den Richter zu sein. Ich fürchte, du hast recht. Grauenvoll. Okay. Vielleicht kommt Uchi irgendwie vor... Weil im Englischen heißt es ja Judge, meine ich. Und dann kommt es da. Vielleicht leitet sich da hier irgendwie ab. Keine Ahnung. Entschuldigung, aber wer sind Sie? Aha, Sie müssen Raito sein. Der Anwalt hat nur Gutes von Ihnen gehört, Junge. Danke. Eine Schande, dass Worthyline Ihnen so viel Ärger macht, nicht? Worthyline, da weiß ich, wer das ist. Wir sollten alle mal zusammen schwimmen gehen. Das wäre eine Wucht. Worthy? Worthyline? Herr Wright. Kennen Sie etwa nicht den Bezirkschef der Polizei? Oh Gott, ernsthaft? Polizeichef? Er ist der höchstrangigste Polizist des gesamten Bezirks. Der? Okay, Gant? Wie soll ich denn das wieder aussprechen? Gant? Chant? Keine Ahnung. Der Name? Damon... Ich sag mal... Gant? Gant vielleicht? Damon Gant, schön Sie alle zu sehen. Also, wie kommen wir zu der Ehre? Es ist mehr als 2 Jahre her, dass Sie das letzte Mal hier waren, oder? Tja, alles wegen Worthy hier. Guck dir den armen Kerl doch mal an. Ich dachte, es würde ein bisschen helfen. Wenn ich das hier vorbeibringe... Oh. Hey, das ist... Der Schal meiner Schwester. Frau Star hat sich das also doch nicht nur eingebildet. Zur Tatzeit hatte Frau Sky wirklich einen Schal um. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass er in den Auspuff gestopft war... Tatsächlich, ja. Von kleinen Worthys... Oh, Worthys... Oh Gott, Worthys Auto. Ja, wirklich. Was ist das?
Höchst peinliche Nummer, selbst für unsere Verhältnisse. Was ist das? Das ist, was man landläufig ein Springmesser nennt. Erstaunliche Sache. Herr Polizeichef, was geht hier eigentlich vor? Herr Edgeworth, wie konnten Sie ein so entscheidendes Beweisstück übersehen? Wie sollen wir bitte unsere Arbeit machen, wenn Ihre Ermittler so nachlässig sind? Moment mal, Worthy. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, mir Ihre Entschuldigungen anzuhören. Sie halten jetzt gefälligst mal die Luft an. Okay, er kann auch böse. Oder habe ich mich undeutlich ausgedrückt? Okay. Werfen Sie mal einen Blick auf dieses Schriftstück, da wo steht zuständiger Ermittler. Die Unterschrift ist eindeutig. Miles Edgeworth. Das ist unfair. Am Tag des Verbrechens hatte ich den Kopf in den Wolken, weil Sie diese Auszeichnung bekommen haben. Ich weiß, wie Sie sich jetzt fühlen, aber Sie sind hierfür verantwortlich. Ich erwarte eine schriftliche Entschuldigung. Was? Ernsthaft? Immer mit der Ruhe, wir rücken das schon wieder gerade, was Sie da verbockt haben. Okay, ich mag den Typen nicht wirklich. Das ist das erste Mal, dass ich Edgeworth sprachlos erlebe. So eine Nachlässigkeit zieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich, Herr Edgeworth. Na, jetzt wird ihm die Schuld in die Schuhe geschoben. Das Gericht lässt diesen neuen Beweis zu. Aber vorher würde ich die Verteidigung gerne um einen Gefallen bitten. Ja? Nur um sicher zu gehen. Ich würde gerne mal einen Blick auf die Klinge des Messers werfen. Die Klinge, euer Ehren? Naja, warum nicht? Könnten Sie es vielleicht für mich öffnen? Ja, sicher. Ich glaube, man muss einfach nur hier drauf drücken und wenn ich mir in den Finger schneide, kann ich meinen Hammer nicht mehr benutzen. Tja, und wenn ich mir in den Finger schneide, kann ich nicht mehr auf andere zeigen. Das ist auch ganz schlecht. Los jetzt, nun öffnen Sie schon das Messer. Okay, wieder dann mit der wissenschaftlichen Analyse. So. Kann ich mir auch noch andere Dinge erstmal angucken vielleicht? Kann ich ja. An dem Messer ist ein kleines Schild befestigt. Ich glaube, das steht SL92. Okay, irgendein anderer Fall oder sowas. Was kann das heißen? Ich habe schon mal sowas gehört. DL6, vom berühmten Fall DL6. Aber das ist seltsam. Hä, was ist? Ich bin nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, das schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ziffern wie diese. Oder zumindest welche, die sehr ähnlich aussehen. Irgendwie. Okay. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt meint. Obwohl wir auch noch diese eine komische Notiz gefunden haben, wo auch so komische Ziffern drauf standen. Vielleicht meint sie das ein bisschen? Ich habe keine Ahnung. So, muss ich jetzt draufdrücken? Hier vielleicht. Ja. Ah, müssen Sie mich so erschrecken? Ich bin hier der Erschrockene. Sehen Sie sich die Klinge des Messers an. Die Spitze ist abgebrochen. Und dieser dunkelrote Fleck. Ist das Blut? Springmesser zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay, ist ja auch sehr interessant. Das entschuldigt in keinster Weise das Verhalten der Polizei. Ich würde dazu gerne eine Erklärung des Polizeichefs persönlich hören. Es tut mir furchtbar leid, aber dürfte ich Sie in den Zeugenstand bitten? Zu den Unstimmigkeiten zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. Und zu diesem Messer. Ist sicher, natürlich, überhaupt kein Problem, wirklich! Eieieiei. Chaos auf dem Revier. Ja, der ist sehr, sehr komisch, der Typ. Mit dem Messer hat es etwas Besonderes auf sich. Ich kann aber nicht sagen, was. Du bist vor Gericht. Es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung zu Goodman. Es war ein schlimmer Tag für das Revier. Weiter zu ermitteln stand außer Frage. Ein Inspektor war auf dem Revier ermordet worden. Alles ging drunter und drüber. Die Tatzeit 17:15 Uhr. Interessanter Zufall, oder? Eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Ich kann nur wenig dazu sagen. Okay, Es gab einen Mord auf dem Polizeirevier? An einem Inspektor? Diese Informationen sind unter der Hand, Edgy oder Archi, keine Ahnung. Archi eigentlich eher. Es gab noch keine offizielle Bekanntgabe. Warten Sie mal. Sie sagten 17:15 Uhr. Zur exakt selben Zeit wurde Goodman im Gebäude der Staatsanwaltschaft ermordet. Okay, ich habe jetzt nämlich einfach gedacht, dass der Goodman meinte, aber ist es noch mal jemand anderes gestorben? Oder wie? Ruhe im Gerichtssaal. Naja, das ganze Revier war in heller Aufregung, wie Sie sich vorstellen können. Wir stecken mitten in Ermittlungen unter höchster Geheimhaltungsstufe. Alles, was ich hier sage, muss unter uns bleiben, okay? Ich denke, wir können uns alle in die Lage der Polizei hineinversetzen. Ja, Herr Wright.
zwei Inspektoren, die zur selben Zeit an verschiedenen Orten ermordet wurden. Okay, es sind tatsächlich jetzt zwei, ich dachte halt, dass er vielleicht den Goodman meinte, aber nee, er meinte nochmal einen anderen. Hm. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich gering, rein logisch betrachtet, das stimmt, ja. Ich würde gern mein Recht nutzen und den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Na gut, wie Sie wünschen. Bleiben Sie aber bitte mit Ihren Fragen bei unserem Fall. Hm. Okay. Es wird immer chaotischer, dieser Fall. Wie auch die Aussage hier. Na gut. Achso, ich habe jetzt... Okay, nach der Pause habe ich jetzt auch wieder 5 Leben bekommen. Ach, nice. Ist ja cool. Okay. Mit dem Messer hat es etwas Besonderes auf sich. Ich kann aber nicht sagen, was. Moment mal. Entschuldigung. Besonderes? Ist schwierig, an so ein spezielles Fabrikat heranzukommen. Könnte diese Besonderheit das kleine Schild hier sein? Oh, tut mir leid, Raito. Dazu darf ich mich im Moment nicht äußern. Dazu nicht. Wir haben festgestellt, dass das Messer in Goodmans Brust dieses Messer war. Warum also gab es am Tatort ein zweites Messer? Rätselhaft. Ein Rätsel, verpackt in einen Schal. Okay. Es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung zu Goodman. Moment mal. Dieses Messer wurde an unserem Tatort gefunden. Das sollte es in Verbindung mit dem Fall setzen, denken Sie nicht? Sehen Sie, auf dem Revier geht vieles vor, zu dem ich mich nicht äußern kann. Sehr heikle Angelegenheiten, okay? Tut mir leid, Raito. Vielleicht finden wir am Messer selbst irgendeinen Hinweis. Lassen Sie uns die Zeit, die wir haben, nutzen, um es genau zu untersuchen, Raito. Ein Beweis dafür, dass das Messer in Verbindung zu Goodman steht. Ich glaube, langsam fügen sich die Einzelteile zusammen. Ich sollte das Beweisstück vorlegen, das mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Also was genau hat sich auf dem Revier abgespielt? Okay, Phoenix hat jetzt schon wieder eine Ahnung. Ich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Es war ein schlimmer Tag für das Revier. Weiter zu ermitteln stand außer Frage. Moment mal. Lass mal übrigens nochmal kurz angucken, ob ich jetzt bei dem Messer, dann, nachdem es ja immer gerade erwähnt hat, ob ich bei dem Messer nochmal mehr überprüfen kann sogar. Vielleicht noch das Blut halt speziell. Warte mal kurz, den kann ich aber nicht anscheinend. Leider. Moment. Hier so irgendwie? Nee. Immer noch nur den Zettel da hinten. Kann ich es wieder zumachen eigentlich auch? Geht das? Nee. Muss offen bleiben. Nee, ansonsten kann ich ja nichts machen. Okay. Was steht da eigentlich? Am Tatort gefunden, in den Schal der Angeklagten gewickelt. Schildchen daran. Okay. Da gab es doch einen Vorfall auf dem Revier, oder nicht? Gefällt mir der Ausdruck in deinen Augen, Raito, Junge. Messerscharf, hungrig. Herr Bezirksschef, gab es nun einen Vorfall? Und warum wurde ich darüber nicht in Kenntnis gesetzt? Warum sie nicht in Kenntnis gesetzt wurden? Oder eher, warum sie nicht danach gefragt haben? Wie auch immer, ich verstehe schon. Sie hatten viel zu tun mit Lanas Fall und so. Also, was ist passiert? Was ist an jenem Tag auf dem Revier vorgefallen? Ein Inspektor war auf dem Revier ermordet worden. Alles ging drunter und drüber. Moment mal. Okay, da hat jetzt übrigens auch gesagt, dass auf dem Revier direkt einer ermordet wurde. Deswegen konnte es dann der Goodman nicht sein, weil der ja nicht auf dem Revier ermordet wurde. Okay. In der Parkgarage der Staatsanwaltschaft wird ein Inspektor ermordet. Und am selben Tag wird ein zweiter Inspektor auf dem Polizeirevier umgebracht. Das sind die Tatsachen. Erstaunlich, oder, Archie? Voll witzig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und der Täter? Haben Sie einen Verdächtigen? Tja, also, einen Verdächtigen gibt es. Kürzlich verhaftet, in der Tat. Kürzlich verhaftet? Das ging schnell. Aber es gibt eine Menge offener Fragen. Vielleicht können Sie helfen, Raito. Ich denke, ich könnte Ihnen helfen, wenn Sie mir zu dem Fall Informationen liefern. Oh, gut gedacht. Der Junge hat einen scharfen Verstand. Okay, hier ist der Deal. Ich verrate Ihnen ein Detail. Eins, nicht mehr. Was? Er verrät mir eines? Warum denn nur eines? Okay, wo das Opfer gefunden wurde? Wie das Opfer getötet wurde? Oder wann das Opfer starb? Okay. Naja, ich meine, wann das Opfer starb, haben wir ja gerade eben schon gehört. Auch um 17.50 Uhr, zeitgleich zum anderen, zu Goodman. Und wo das Opfer gefunden wurde, war halt auf dem Polizeirevier, das haben wir auch schon gehört. Obwohl man halt da natürlich nochmal sich dann auch genauere Informationen geben lassen könnte, wo halt exakt im Polizeirevier schon. Aber trotzdem reicht mir das eigentlich erstmal. Aber wie es getötet wurde,
da habe ich halt noch keine Ahnung. Deswegen, das würde ich mir am ehesten anhören wollen, da ich halt die anderen beiden Informationen eigentlich schon habe, quasi. Aber das hier nicht wirklich, ja. Also, woran genau starb der Inspektor? Woran er starb? Tja, jetzt wird's interessant. Er erlag Verletzungen, zugefügt mit einem spitzen Gegenstand, einem Messer. Einem Messer? Exakt die gleiche Todesursache wie bei Goodman. Das ist der wahre Geist. Jetzt kommen wir in Fahrt. Aber wissen Sie, das ist nicht die einzige Parallele. Was wollen Sie damit sagen? Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen beschränken sich nicht auf die Art des Todes. Sieht aus, als müsste ich in der Sache noch etwas härter nachfragen. Habe ich jetzt dort das Falsche gewählt? Ja, vielleicht ist es so, dass man nicht halt nochmal angreife, dass man dann die anderen auch noch durchlesen kann. Ich mache das deswegen mal kurz, ja. Weil ich dann anscheinend noch ein paar mehr Infos brauche. Obwohl ich ja, wie gesagt, eigentlich die anderen beiden Dinge ja noch auch schon weiß. Eben 17.15 Uhr auf dem Polizeirevier. Aber ich werde mal trotzdem mal nachfragen, weil ich dann vielleicht auch im Gespräch noch andere Sachen herausfinden kann. So, wo es gefunden wurde. Also, sagen Sie mir, wo genau wurde das Opfer gefunden? Nun, darüber kann ich leider keine Aussage machen. Ich kann nur so viel sagen, dass das Verbrechen im Beweisraum stattfand. Im Beweisraum? Von einem Beweisraum wissen Sie nichts, was, Raito? Kann ich behaupten, schon mal davon gehört zu haben. Ich sollte nochmal fragen, wenn ich etwas mehr über diesen Beweisraum weiß. Hä, okay. Es gibt da noch eine Sache, die interessanter ist als der Fundort der Leiche. Okay. Dann die Tatzeit. Ich meine, die Tatzeit haben wir ja 1:1 schon so gehört. Das mit dem Beweisraum habe ich ja zum Beispiel nicht gewusst. Ich wusste halt nur Polizeirevier. Aber Beweisraum halt noch nicht. Aber Tatzeit weiß ich ja, dass es exakt 17.15 Uhr war. Deswegen, warum soll ich denn das noch nachfragen überhaupt? Hm, keine Ahnung. Ich mach's aber trotzdem. Wann das Opfer starb? Also, zu welcher Zeit genau fand der Mord auf dem Polizeirevier statt? Gute Frage, Raito. Sehr gute Frage. Tja, Junge, das wird Ihnen gefallen. Da kommt, okay, kommt einfach dann eine Überleitung zum nächsten. Toll. Deswegen bringt mir noch nichts. Ja, vielleicht muss ich ja wirklich erst dann über den Beweisraum mehr herausfinden und dann doch nochmal fragen oder so. Keine Ahnung. Die Tatzeit 17.15 Uhr. Interessanter Zufall, oder? Moment mal. 17.15 Uhr? Ah, aber das ist genau die Zeit, zu der Goodman ermordet wurde im Büro der Staatsanwaltschaft. Was? Faszinierend, oder? Zwei Morde zur selben Zeit. Einer auf dem Revier, einer bei der Staatsanwaltschaft. Und beide wurden auch auf die gleiche Art und Weise umgebracht. Also ja, das ist definitiv kein Zufall. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Ein Zufall? Nein. Das ist nur eine Vermutung. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte bei etwa 0,001% liegen. Hm. Polizeichef Gent, erzählen Sie uns bitte mehr zu dem Vorfall. Eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Ich kann nur wenig dazu sagen. Moment mal. Wie können Sie sagen, dass es keine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt? Wie? Weil ich der Polizeichef bin. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Ihnen nicht alles sagen, Raito. Sie verstehen? Versuchen Sie es zu verstehen, Raito. Wie jetzt auch alle Raito nennen. Allerdings, gäbe es Beweise für einen Zusammenhang, hätten Sie mehr Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ja etwas, das eine Verbindung zwischen den beiden Morden herstellt. Was auch immer das sein soll, ich sollte es finden und der Sache auf den Grund gehen. Zwei Inspektoren ermordet um 17.15 Uhr, einer im Gebäude der Staatsanwaltschaft und einer auf dem Polizeirevier. Das kann kein Zufall sein. Und dann das Messer. Wie ist es da hingekommen? Ich sollte mich mal genauer mit diesem Messer befassen. Okay, das Messer wurde jetzt echt schon mehrmals erwähnt. Und ich bin wieder am Anfang. Okay. Und ich habe schon alles angegriffen und alles nachgefragt, deswegen ich muss es dann gleich auch schon wieder irgendwo präsentieren. Aber ich habe leider noch aktuell nicht so ganz eine Ahnung. Ich werde mir aber dann nochmal die Beweise gleich angucken. Aber das machen wir dann eh erst beim nächsten Mal. Denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Ist auch wieder wunderbar, weil ich mir dann nochmal zwischen dem Part, zwischen diesem und dem nächsten, dann noch ein paar Gedanken machen kann, mir nochmal die Aussagen durchlesen kann, dass ich dann am Anfang des nächsten Parts dann hoffentlich eine ganz passable Lösung dann hier gefunden habe, wo ich jetzt präsentieren muss, da ich selbst da keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, und dann auch, was ich präsentieren muss. Aber werde ich dann schon herausfinden, hoffe ich mal. Und dann geht's beim nächsten Mal mit diesem wirklich sehr, sehr interessanten Kollegen weiter, der am Anfang eher auf ernst gemacht, aber dann findet er alles witzig, auch dass zwei Leute umgebracht wurden, findet er total witzig. Also ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, ich finde den echt total komisch, den Typen, aber naja, was soll's. Okay,
Auf jeden Fall würde ich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.